Ihr Lieben, ganz kurz vorweg, falls ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, macht das unbedingt. Ich habe nämlich zwei richtig coole Gewinnspiele laufen. Einmal könnt ihr mich treffen und wir können zusammen trainieren. Mit Beat81 mache ich ein HIIT-Workout in Schöneberg in Berlin am Samstag, den 8.2. von 10 bis 12 Uhr. Also ihr könnt euch noch dafür anmelden, einfach unter meinen Post auf Instagram kommentieren. Und außerdem verlose ich dieses coole Paket hier von IT Cosmetics. Also es lohnt sich vorbeizuschauen. Ich freue mich auf euch. Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Heute gibt es eine Review zu einem neuen Produkt und zwar dem Hourglass Vanish Airbrush Concealer. Ihr wisst, Concealer-mäßig bin ich sehr eingefahren. Ich benutze immer, seit einem Jahr oder noch länger, den Too Faced Born This Way Sculpt, den Concealer. Ihr seht, der ist gut leer, das gute Stück hier. Und mein absoluter Favorite für eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Ich habe die Farbe Nude und ich habe viele andere Concealer probiert und war immer so, ja, ist okay, ist nicht Too Faced, brauche ich nicht, danke, tschüss. Und letztendlich bin ich immer bei dem geblieben. Und jetzt hat natürlich Hourglass hier einen neuen Concealer rausgebracht. Und Hourglass, ihr wisst, ich bin ein großer Fan. Die Sachen sind scheiße teuer, absolut keine Frage. Schon ein bisschen traurig manchmal, wie teuer die Sachen sind. Aber dafür liefern sie tatsächlich einfach oft unvergleichliche Qualität in meinen Augen. Und ich habe unheimlich viele Produkte tatsächlich in mein Make-up-Kit übernommen, weil sie so gut sind und weil sie so gut performen an so vielen Menschen. Einfach tipptopp aussehen, gut aussehen in der Kamera und auch im echten Leben, wo du irgendwie alles abgedeckt hast. Und ja, deswegen war für mich klar, ich muss diesen Concealer probieren. Der kostet 37 Euro. Ja, das habt ihr richtig verstanden. Das ist echt eine Hausnummer. Ich meine, 37 Euro ist mehr als die meisten Foundations kosten. Das ist schon krass. Und hier sind 6 Milliliter drin. Und nur mal als Vergleich, bei Too Faced sind 15 Milliliter drin. Gut, der ist natürlich auch außergewöhnlich groß für einen Concealer. Das war ja auch so, was am Anfang mal gesagt wurde, wow, das sieht eigentlich aus wie eine Foundation, da ist so viel drin. Und ne, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier natürlich unschlagbar. Aber weil es aus der Vanish-Reihe ist, ihr wisst, ich liebe die Vanish Stick Foundation, das Veil Powder. So viele Sachen von dieser ganzen Reihe finde ich mega, mega gut von Hourglass. Und ich habe diesen Concealer auch schon getestet über den Tag hinweg. Also ich habe ihn mehrere Tage getragen, wirklich, um euch tatsächlich einen guten Einblick zu geben. Weil ich finde, bei einem Produkt, das 37 Euro kostet, beim Concealer, sollte man mehr als eine First Impression kriegen. Und deswegen kriegt ihr jetzt hier eine komplette Review. Zu den Eigenschaften des Concealers erzähle ich euch gleich mehr. Er verspricht natürlich unendlich viel. Und es gibt, soweit ich weiß, 21 Farben, wenn ich das richtig gezählt habe. Und ja, dieser Look ist komplett mit Hourglass-Produkten geschminkt. Fast 3, 4, nicht. Weil ich habe nicht alles für einen kompletten Look mit Hourglass. Also ich habe viel, aber eben nicht alles. Und aber das meiste hier auf meinem Gesicht ist Hourglass. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tutorial und bei der Review und los geht's. So, ich starte mit einem Primer. Klar, das ist von Hourglass der Veil Mineral Primer. Und den habe ich tatsächlich in meinem Make-up-Kit. Ich habe ihn jetzt rausgefischt und ich mag den total gerne. Der funktioniert tatsächlich bei super vielen Hauttypen. Tatsächlich. Mir verschlucke ich Wörter, so ist mir mal aufgefallen. Und der hat einen sehr schönen hautverfeinernden Effekt und ist auch für trockene Haut geeignet, obwohl er so samtig ist, was ich super schön finde. Und deswegen hat er es in diesem Großformat in mein Make-up-Kit geschafft tatsächlich. Ich habe den auch lange für mich selber verwendet, bis er dann leer war. Und es ist ja oft so, dass man dann irgendwie was Neues probiert, aber der ist schon mega. Also ich mag den total gerne. So, ich weiß, ihr erwartet jetzt all die Vanish Stick Foundation, aber die kommt nicht. Ich nehme von Hourglass hier den Illusion Hyaluronic Skin Tint. Das ist eine, wie ein bisschen eine getönte Tagescreme, hat aber auch relativ gute Deckkraft und ist ein super strahlendes Produkt. Und meine Haut ist im Moment einfach wirklich nicht so geil. Also die ist relativ, wie soll ich sagen, pflegebedürftig. Ich brauche viel Feuchtigkeit, merke ich. Und da ist der hier einfach perfekt dafür. Ich habe die Farbe Nude, wie auch in meiner Vanish Stick Foundation. Und das ist auch so ein Produkt, also die Vanish Stick Foundation, ich habe die natürlich hier, weil ich werde die auch in anderen Farben zum Konturieren verwenden. Die ist ja super bekannt und eines so der beliebtesten Produkte von Hourglass eigentlich. Und deswegen finde ich, gehen die anderen Gesichtsprodukte bei Hourglass oft so ein bisschen unter, weil es immer nur um diesen Stick geht. Aber die sind auch sehr gut. Und ich merke einfach gerade, dass ich ein bisschen mehr feuchtigkeitsspendende Sachen brauche. Und da ist der hier wirklich super, super schön. Hat, wie gesagt, wirklich ganz gute Deckkraft. Also man kann ja natürlich super natürlich auch tragen, so für den Alltag und irgendwie mit einem Schwämmchen am besten noch, sodass es wirklich mehr so eine getönte Tagescreme ist. Aber man kann ihn eben auch aufbauen, was ich jetzt ein bisschen mache, weil ich habe irgendwie so viele Rötungen gerade und Unreinheiten und meine Haut ist gerade so, nee. Und deswegen brauche ich ein bisschen mehr. Ich mag wirklich total, wie der auf der Haut aussieht. Richtig, richtig schön. Richtig schön frisch und gesund.
trotzdem natürlich. Also Haut kommt auch noch durch. Also. So, dann kommen wir auch schon zum Vanish Airbrush Concealer. Und ich habe die Farbe Cedar. Und die Concealer sind so ein bisschen unterteilt in, also von den Farben, in also Fair Skin, Light Skin, Medium to Dark, Dark Skin und dann wiederum in mit den verschiedenen Untertönen, also rosige Untertöne, neutrale Untertöne, gelbliche Untertöne und sie haben auch noch Farben dabei zum Augenschatten korrigieren, also die speziell eben als Korrektor auch verwendet werden können und die dann zum Beispiel sehr pinkig sind oder sehr peachy. Und hier die Farbe Cedar soll... ist in der Light-Gruppe und hat aber diesen Peaching-Unterton, weshalb ich den ausgesucht habe, weil er halt ähnlich ist wie mein Too Faced Concealer. Zumindest war das so die Idee dahinter. Und die Farben sind allerdings relativ unterschiedlich. Also der Too Faced Concealer ist ein Tick peachiger. Ich habe sie nebeneinander geswatcht und der hier ist nochmal aufhellender. Also der ist ein bisschen neutraler vom Ton tatsächlich. Was dieser fantastische Concealer für 37 Euro können soll, also... volle Deckkraft soll er haben, wasserfest, schwerelos und da sollen irgendwelche innovativen Puder drin sein, Microspherical Powders, also die die Haut verfeinern, also diesen Blur-Effekt haben und soll natürlich aufhellen und bis zu 16 Stunden lang halten. Ich trage den Concealer auf, wie ich es immer mache. Ihr wisst, nicht direkt vom Applikator, sondern ich mache ein bisschen was auf meine Hand. Der Applikator ist recht groß, finde ich tatsächlich, also finde ich ganz gut. Flatsch. Immer dieses Geräusch, ne? Dieses creepy. Also hier seht ihr auch nochmal die Farbe. Ist eigentlich wirklich ideal, die Farbe für mich. Finde ich richtig super. Hat mich sehr gefreut. Hätte auch schief gehen können. Ne? Wir wissen ja, wie es ist mit so Farben aussuchen. Und auch den trage ich, wie gesagt, mit dem Finger auf, wie ich es immer mache, auch bei meinem Too Faced Concealer. Und einmal ist der sehr viel mehr aufhellend. Also der hat wirklich diesen Highlighting-Effekt sehr viel mehr als die Farbe Nude von Too Faced. Das ist schon mal was ich richtig cool finde. Also ich finde, er hat diesen Augenschatten korrigierenden Effekt und ist aber ein bisschen aufhellender als der von Hourglass, als der von Too Faced. Und man muss tatsächlich, finde ich, ein bisschen schneller arbeiten mit dem, weil er sich recht schnell setzt, ist mir aufgefallen. Und was ich richtig cool finde, die Textur ist wirklich super flüssig, also der ist sehr, sehr leicht und trotzdem braucht man echt wenig. Also ich habe auch viel zu viel genommen. Weiß ich jetzt schon. Also ich werde noch ein bisschen mit meinem Gesicht ausgleichen. Das ist halt das Coole, finde ich, bei dieser Farbe jetzt zum Beispiel, ist, dass der auch sich fürs Gesicht unheimlich gut eignet. Bei dem Too Faced Concealer, weil der so peachy ist, muss ich manchmal ein bisschen gucken. Manchmal ist es fürs Gesicht so ein bisschen zu stark in diese Richtung. Und der deckt eben wirklich sehr, sehr gut ab und ist aber super leicht unterm Auge. Und der hat, wie gesagt, habe ich euch, glaube ich, auch schon bei Instagram gesagt in meiner Story, der hat so ein unheimlich samtiges Gefühl. Wenn man den anfasst, der fühlt sich so richtig... ja, samtig an. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Auch gerade, ich habe ja verglichen den Too Faced und den hier und habe so gedacht, so die Textur fühlt sich ganz, ganz anders an. Also einfach weicher, ein bisschen pudriger dadurch, aber richtig, richtig schön. Also hier seht ihr mal den direkten Vergleich. Was mir dann beim Tragen aufgefallen ist über den Tag hin, ist, dass er wirklich super gut hält, dass er sich nicht absetzt in die feinen Linien unterm Auge, was ich super, super wichtig finde. Das ist bei mir eigentlich so das Nummer 1 Kriterium. Wenn das passiert, dann ist ein Concealer bei mir einfach komplett unten durch. Also wenn es so extrem passiert, dass es sich so minimal mal ein kleines bisschen absetzt, wo man so einmal so eintupft oder mal so macht, so einmal rüberwischt und es ist weg, das finde ich ist wiederum normal. Also, aber wie gesagt, der von Too Faced und eben auch der hier von Hourglass machen das extrem wenig, wirklich extrem, also fast gar nicht. Und das finde ich halt, wie gesagt, super wichtig. Und ich trage ihn jetzt hier auch auf dem Auge auf, einfach zum Ausgleichen. Und er hat auch wirklich perfekt den ganzen Tag gehalten. Dann, ihr wisst, meine Nase ist meine absolute Problemzone. Da muss ich echt immer gut mit Primer arbeiten, Foundation und am besten eben noch Concealer drüber, so wie jetzt, damit das alles gut aussieht und mir nicht wegschwimmt auf der Nase und sich absetzt. Und auf der Nase sieht es auch richtig, richtig gut. Also da war ich auch total begeistert. Das sieht so schön aus. Der sitzt da so ganz weich und samtig drauf. Also das fand ich auch richtig cool. So, ich habe jetzt noch so ein paar klitzekleine Stellen, die ich mit dem Concealer abdecken will. Und eben auch für dieses stellenweise Abdecken ist der richtig, richtig schön. Für mich bei Concealer ist immer so das erste Kriterium, sitzt er gut unterm Auge und dann kann ich ihn auch fürs Gesicht gut verwenden. Weil es einfach lästig ist, irgendwie zwei verschiedene Concealer für Gesicht und unter den Augen zu verwenden. Deswegen muss das, finde ich, immer passen. Wie gesagt, setzt sich der Concealer recht schnell. Also man muss ein bisschen mit Tempo arbeiten.
Aber dafür hält er halt auch mega gut. Also der hat diese haftende Komponente, sodass er wirklich halt auch dann einfach sitzt da, wo er sitzen soll. Und jetzt habe ich quasi Concealer unterm Auge aufgetragen, auf dem Auge und an den Stellen, die ich nochmal abdecken wollte. Und finde es einfach richtig, richtig schön. Also es sieht wirklich, wirklich toll aus. Also nicht zu gekleistert, nicht zu maskenhaft, sondern wirklich natürlich und trotzdem deckt es alles ab, was ich möchte. Also ich bin, wie gesagt, ziemlich begeistert vom Concealer. I'm sorry. So, weiter geht's mit Highlighter. Hier nehme ich den Vanish Champagne Flash Highlighter Stick. Oh, ich liebe den so, so, so sehr. ist so ein schöner Highlighter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist ein Creme-Highlighter, der aber irgendwie total einfach im Auftrag ist und total gut zu kontrollieren ist. Ein Traum, es ist so einfach und schön. Und den trage ich hier auf meinen Wangenknochen auf. Bisschen über der Augenbraue, Lippenherz. Dann kommt nämlich unser Vanish Foundation Stick und das hier ist die Farbe Natural Amber. Und den habe ich auch in meinem Make-up-Kit und ich werde jetzt damit ein bisschen bronzen sozusagen, also Creme-Bronzen. Bronzen. Also ich habe diese Farbe in meinem Kit und kann sie jetzt eben dafür wunderbar verwenden. Wir werden natürlich noch Nude Bronze Light nehmen, klar, das lassen wir uns nicht nehmen. Aber ich wollte, wie gesagt, halt einfach ein bisschen Cream Bronzen. Ich bin gerade richtig begeistert davon, wie frisch meine Haut aussieht mit dem Hyaluronic Skin Tint und mit dem Concealer und allem. Ich bin sehr glücklich gerade. Dann als nächstes pudern wir natürlich mit dem Hourglass Veil Powder. Immer noch mein absoluter Favorite. Ich liebe dieses Puder. Auch das habe ich in meinem Make-up-Kit. Ich habe es extra dafür nochmal gekauft, weil es einfach der Hammer ist. Und damit gehe ich jetzt leicht unter meinen Augen entlang, um den Concealer zu setten. Der braucht auch ganz wenig Puder nur, um gesettet zu werden, weil er einfach wirklich, wirklich auch ohne viel Puder gut hält. Ich habe ihn ja schon mehrmals getestet und habe auch wirklich super wenig Puder drauf gemacht und hat der Haltbarkeit überhaupt nicht geschadet. Also hat auch super gut ohne viel Puder gehalten. So, dann bronzen wir noch ein kleines bisschen. Also ich sette quasi meinen Cream Bronzer, also den Vanish Stick mit Nude Bronze Light, wie immer. Also der ist jetzt wirklich fast am Ende. Da ist so gut wie nichts mehr drin. Ich kratze immer noch so die Reste raus und muss mir dringend einen neuen besorgen, wenn er leer ist, weil ohne Nude Bronze Light hat das Leben keinen Sinn. So, dann nehme ich hier den Ambient Lighting Blush in der Farbe Ethereal Glow. Und ich weiß noch, als er kam, dachte ich so, was ist das denn? Der ist ja richtig rosa und so richtig so, Ich war richtig enttäuscht. Ich weiß noch, als er kam, so, Und die Farbe ist aber so schön aufgetragen, weil ich finde, die sieht halt hier so richtig so Barbie-rosa aus. Also, da denkt man so, Aber es ist halt Hourglass, ne? Die überzeugen einen auch manchmal im Nachhinein. Und diese Farbe sieht einfach unfassbar schön aus. Auf der Haut. Also der sieht so richtig schön natürlich rosig aus. Überhaupt nicht Barbie Pink oder Barbie Rosa. Also kommt überhaupt nicht so raus, wie man denkt. Da war ich echt überrascht. Seitdem einer meiner absoluten Lieblingsblushes. Das ist auch wieder so einer, den kannst du nicht zu viel auftragen oder fleckig oder denkst du, oh okay, jetzt habe ich mal wieder übertrieben mit dem Blush. Das geht einfach nicht, weil der sich so perfekt ausblenden lässt. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei dem Nude Bronze Light Bronzer. Die Hourglass Puder sind einfach krass, wirklich. Bronzer, Puder, Blush, was auch immer. Die sind wirklich, wirklich besonders und das ist ja auch das, wofür Hourglass einfach so bekannt ist. So, ich habe nicht viele Augenprodukte von Hourglass tatsächlich und deswegen müssen wir hier ein bisschen was anderes einschieben und ein bisschen improvisieren. Und zwar nehme ich hier von MAC den Paint Pot in der Farbe Taylor Grey und damit werde ich jetzt quasi so ein bisschen leicht gräuliche Base mir machen auf dem Auge. Weil danach machen wir einen Scattered Light Eyeshadow von Hourglass drüber und dafür ich finde dafür braucht man immer so ein bisschen eine Base, wenn man so ein Schimmerlidschatten, so ein Schimmerglitzerding aufs Auge macht. Also man braucht ein bisschen mehr Dimension am Auge, finde ich, weil nur Glitzer allein ist so, ja, kann ein bisschen flach wirken, finde ich, ein bisschen ausdruckslos. Und hierfür nehme ich übrigens meinen It Cosmetics Effortless Dual-Ended Shadow Brush. Der ist perfekt für so Cremeprodukte. Und ich blende jetzt hier nochmal die Lidfalte gut aus, einfach, dass wir da so ein bisschen eine Schattierung haben. Und ich gehe auch ein kleines bisschen mit der anderen Seite, also mit der schmaleren Seite, unterm Auge entlang, sodass das Auge einmal komplett umrandet ist.
Dann auch ein Eyeliner habe ich leider nicht mehr von Hourglass. Ich hatte diese ganz kleinen, feinen, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber die waren mega und ich habe sie halt beide voll schnell leer gemacht, weil ich sie so viel benutzt habe. Die waren so super, super fein und man konnte richtig gut mit denen arbeiten, weil die so eine dünne Spitze hatten. Aber ich nehme jetzt hier von Bobbi Brown Black Smoke den Eyeliner und leine meine obere Wasserlinie. Und ich gehe auch ein kleines bisschen hier oben an meinem Wimpernkranz entlang für ein bisschen Definition einfach an den Wimpern. Und das Ganze blende ich einfach mit meinem Finger aus. Dann nehme ich von Hourglass den Scattered Lights Glitter Eyeshadow und das ist die Farbe Smoke. Und das ist so ein Taubton und das ist wirklich richtig extrem metallisch, leicht glitzerig, diese Lidschatten, aber irgendwie nicht, ja, nicht richtig Glitzer, sondern mehr extremer Schimmer. Und ich finde die, oh, ich liebe die. Ich habe nur zwei Farben, ich brauche eigentlich mehr. Ich habe noch Reflect, diesen ja, Champagnerton, diesen hellen und eben hier Smoke und oh, ich liebe es einfach, wie die aussehen. So gehobener Schimmer fürs Auge. Und die kann man wirklich am allerbesten mit dem Finger auftragen, finde ich. Und die haben diesen richtig schönen Wet Look. So, Mascara und Augenbrauen habe ich jetzt so aufgetragen, weil da habe ich nichts von Hourglass. Also ich habe noch einen Augenbrauenstift, aber der ist aus meinem Make-up-Kit und den will ich mir bewahren, den will ich nicht aufbrauchen, ehrlich gesagt, weil ich den ganz, ganz viel verwende und super gut finde. Und dann kommen noch die Lippen. Hier nehme ich eine richtig, richtig coole Farbe. Das hier ist von Hourglass, der Femme Nude Number 6. Und das ist so ein richtig schönes, kühles Nude und passt, finde ich, perfekt zu dem Look. Und den mag ich sehr, sehr gerne. So ihr Lieben, das ist der fertige Look mit fast nur Hourglass-Produkten und ja, zum Concealer. Ich muss wirklich leider sagen, dass es ein Concealer ist, der mich seit langem mal wieder wirklich begeistert und überzeugt hat tatsächlich und der wirklich auch mithalten kann mit meinem Favorite, nämlich dem vom Too Faced und es tut mir selber weh, weil er einfach 37 Euro kostet und das völlig absurd ist, aber ich finde den schon echt geil. Man braucht wirklich wenig, also das heißt, der wird schon eine ganz gute Weile halten, denke ich. Also dadurch, dass man wirklich wenig braucht, um wirklich volle Deckkraft zu bekommen, weil er so gut deckt. Ja, ist es vielleicht das ein kleiner Trost. Und ja, ich hoffe sehr, dieses Video war hilfreich für euch und ihr habt einen Eindruck bekommen von diesem neuen Produkt. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr neu hier seid. Und schaut auf Instagram vorbei. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi.